Flusskreuzfahrten erfreuen sich wachsender Beliebtheit. So auch an Bord der SE Manon. Das SE-Tourschiff verkehrt vorwiegend entlang des Rheins, des Mains, der Saar, dem Main-Donau-Kanal sowie auf Wasserstraßen in Holland und Belgien. Die insgesamt 74 Kabinen sind allesamt Außenkabinen und bieten Platz für maximal 148 Passagiere. Mit jeweils 14 Quadratmetern Fläche ist die Größe der Kabinen überschaubar und doch adäquat. Die Ausstattung an Bord der im Jahre 2019 komplett renovierten SE Manon ist eher klassisch unaufgeregt. Neben einer Bibliothek und einem Speisesaal verfügt das Schiff über eine großzügige Lounge sowie einen Wellness- und Fitnessbereich. Auf dem Oberdeck stehen zahlreiche Liegen- und Sitzmöglichkeiten bereit. Auch ein Pool fehlt nicht. Mehr zu SE Manon unter www.mortimer-reisemagazin.de.